hey. Ah, du bist da, Papa. Alles klar, wie geht's dir? Du, mir geht's eigentlich ziemlich gut. Oh, ja? Ja, ein bisschen leiser vielleicht, Madame. Ha? Ja, also eigentlich ist soweit alles gut. Bei der Arbeit ist alles gut. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, es ist ziemlich komisch, nach Hause zu kommen und kein Projekt mehr zu bearbeiten. Ja, sonst sitzt du ja eigentlich immer. Ja, stimmt. Im Laptop. Aber jetzt habe ich auch mehr Zeit also, für dich. Wie läuft's denn in der Schule? Eigentlich ganz gut. Du, Papa, ich habe eine Frage. Könntest du mich vielleicht kurz filmen? Für ein Schulprojekt oder wie jetzt? Nee, kein Schulprojekt. Für so ein kurzes Video auf TikTok. Ach so, ich dachte jetzt für die Schule, weil ich Schule gefragt habe. Gut, okay. Nein, für ja. TikTok ist das. TikTok oder? Macht die Uhr. Das ist ein guter Witz. Sei ehrlich. Sei ehrlich. Ja, kann ich machen. Was muss ich dann da machen? Was muss ich denn machen? Ja, ich bin doch dabei. Was muss ich machen? Okay, pass auf. Stell du alles ein. Ich kenne mich damit nicht so gut aus. Können wir vielleicht davor vor die Wand gehen? Ja, gut, können wir. Okay, also Papa, du musst eigentlich nur hier auf... Wer war das? War das eine Freundin oder... Nein, das war einfach einer auf TikTok. Ja, okay. Okay, was muss ich denn jetzt machen? Du musst hier drauf drücken. Also am besten, nee, warte, wir machen das mit Timer, dann habe ich ein bisschen Zeit. Ich brauch doch sowas nicht. Aber ich brauch das. Ja, gut, okay. Hier so 3 Sekunden. Ja. Und dann nimmst du einfach auf, okay? Und dann hältst du auf mich drauf, so etwa bis hier. Okay. Kriegst du das hin? Das krieg ich... Ich weiß doch nicht. Los, stell dich da hin. Okay. Okay, so. Okay. So, mit Timer 3 Sekunden, okay? Ja, genau. 3, einfach fest, 2... 1. Okay, mach mal Stopp. Ja, hab ich. Okay, das war sehr schön, Selina. Hast ein Talent dafür. Danke. Und jetzt nochmal weitermachen. Aber hast du den gleichen Kameraausschnitt wieder? Ja, mach ich. Okay. 3 Sekunden wieder? Ja, das reicht. 3, 2, 1. Versteht zwar eure Generation nicht so ganz, aber das kriege ich noch so hin. Schlimm. Ja, habe ich gemacht. Okay, zeig mal kurz. Ich guck mir das mal an. Ja, mach mal. Und hat es der Papa gut hinbekommen, oder? Oh, das hast du total gut gemacht, Papa. Du hast da irgendwie ein Talent. Ja, gut, das Talent, das ist ja. Ne? Aber was ist denn dieses? Kannst du noch mal zurück? Was ist das denn überhaupt, dieses TikTok? Ja, warte, ich mach das mal kurz weg. Eigentlich. Also, darf ich einmal? Da alle Wie gucke ich das denn? Also, wie mache ich das du jetzt? Du lädst einfach die App runter und dann hast du hier so eine Seite. Und wenn dir was gefällt, drückst du auf das Herz. Und wenn dir was nicht gefällt, dann kannst du hier auf nicht interessiert drücken. Und wie komme ich zum nächsten Video? Ach, so komme ich zum nächsten Video. Du scrollst einfach nach unten und dann kommt da immer irgendwas. Guck mal, das ist eine Katze. Papa, kann ich mein Handy wieder... Psst, der macht Musik. Papa. Musst du deiner Mutter nicht helfen? Kann ich das vielleicht haben? Dann bitte auch auf mein Handy runterladen. Aber sofort, los jetzt. Okay, Papa, also ich hab's jetzt runtergeladen. Aber pass bitte auf, TikTok macht super, super süchtig. Du bist das Kind hier, nicht ich. Das brauchst du mir doch nicht sagen. Als ob ich nicht darauf achten kann. Okay. So, weißt und jetzt? Wie es funktioniert? Einfach runterscrollen. Ja, ich. Guck mal. Ich glaube, ich gehe mal Mama helfen. Ja, mach das. Boah. Was ist das denn für eine Kamera? So. Was mache ich denn zu essen? Nudeln gab es gestern, Pizza hat man vorgestern, Lasagne hat man auch die Woche schon. Och, was mache ich denn? Hey Mama. Hier, Selina. Alles klar? Ja, alles gut. Bei dir? Ja, schon. Also Schule war alles in Ordnung. Das freut mich. Selina, eine kurze Frage. Auf was hast denn du Hunger? Ich weiß halt gar nicht, was ich kochen soll. Nudeln? Selina, Nudeln hatten wir gestern. Ja, aber gestern hatten wir Nudeln mit Pesto. Wir könnten heute Nudeln mit Tomatensauce essen. Das hatten wir erst vor 4 Tagen. Das stimmt. Wo ist denn dein Vater eigentlich? Ich könnte ihn ja auch fragen. Und da könnt ihr mir vielleicht sogar helfen. Ich glaube nicht, dass der dir helfen kann. Er hat sich gerade TikTok runtergeladen und ich glaube, der ist jetzt eine Weile beschäftigt. Oh, nicht er auch noch. TikTok? Da kommt doch dann nie wieder los. Ich kenne ihn doch. Schatz? Schatz? Hallo, Liebling, kannst du mal bitte kommen? Das frage ich mich auch. Was haben die da in den USA gefunden? Hm? Einfach im... Wow! Schatz! Schatz, hörst du mich nicht? Hm. Oh, ich hab's geahnt. Was? War was? Nein, er sitzt 2 Stunden schon auf der Couch. Ich kriege ihn nie wieder von dem Handy los. Nicht mal was zu essen wollte er heute haben. Das kann das werden, ey. Oh.
Oh, schon 2 Stunden sitze ich jetzt am Handy. Aber das letzte Video muss ich jetzt nochmal. Das muss ich nochmal zeigen. Schatz! Ach, sieh mal einer an, du lebst ja noch. Guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal. Ist witzig, oder? Das ist schon lustig. Ja, was sagst denn du zu TikTok? Ja, was soll ich zu TikTok sagen? Ist witzig, oder? Ja, kann sein, aber es macht halt echt jeder. Das ist so... Ja, das stimmt ja nicht so ganz. Also bei uns hier macht das doch nicht so wirklich jeder. Und ich dachte, vielleicht ich als Architekt könnte das vielleicht auch machen. Und dann könnte ich vielleicht auch ein paar Gebäude und so zeigen. Und das wäre richtig cool. Und dann könnte ich vor den Gebäuden auch tanzen. Tanzen? Wie cool wäre das denn? Du und tanzen. Ja, vielleicht mal so, weißt du, so... Weißt du? Nee, lass so. Es bitte. Schatz. Also TikTok macht wirklich jeder, aber es sollte nicht jeder machen. Und du schon gar nicht. Aber folgendes, Schatz. Jetzt stell dir doch mal vor, Selina würde sehen, dass der Papa ein TikTok-Star ist. Oh mein Gott. Wie beliebt sie in der Schule wäre. Nein, wäre sie nicht. Ach, bist du verrückt? Selina wird komm. Das... Ja, komm, ich kenne diesen Ton von dir. Und Selina, der kommt nur immer, wenn du eifersüchtig bist oder neidisch. Hm? Ich bin auch nicht Guck, neidisch. Dieser Blick, doch, dieser Blick, das ist der neidische Blick. Schatz, mach was du Nur weil willst. Du kein Talent hast, sorry. Ich halte nicht viel von TikTok und ich glaube, Selina wird das auch nicht sorry, toll du, finden. Sorry, du kannst ja... Du Frag kannst sie gerne und mach es, wenn du es meinst, aber... erwähne ja nicht unsere Familie. Das Einzige, was ich damit nicht in Verbindung also, werde. Das Einzige, was du ja kannst, sind irgendwie kaputte Frikadellen irgendwie machen. Nee, ich werde TikTok-Star, seid ihr jetzt schon. Werd mal TikTok-Star. Ja? Selina Mäuschen, ich hätte da noch mal eine Frage zu diesem TikTok. Also, da haben so Leute auch Musik immer dabei, aber ich kann mir ja keine Musik kaufen in dieser App. Also wie kann ich denn jetzt zu einer Musik zum Beispiel tanzen oder was anderes? Kannst du mir das vielleicht mal kurz zeigen? Wofür willst du das? Also ich wollte es einfach nur ein bisschen probieren. Also ich habe jetzt dieses Fenster geöffnet und wo kriege ich jetzt die Musik her? Da wo Sounds steht, da ist so eine Note. Ach so! Und da kannst du dir dann die Sounds raussuchen. Meinst du, es gibt auch noch Musik aus meiner Zeit? Ich glaube, hier ist irgendwas aus den 40... Ja, also 60er, damit mache ich das 60er? Jetzt, ne? Und damit könnte ich dann Musik, also ein Video aufnehmen und dazu auch tanzen, oder? Naja, wenn du tanzen kannst, dann kannst du das, aber kannst du tanzen? Natürlich kann ich tanzen. Was ist das für eine Frage? Du kennst deinen Papa, also bitte. Ja, eben. Also Selina, ich habe eben mit deiner Mutter gesprochen und ich möchte das Thema auch kurz mit dir besprechen. Also, es ist so, TikTok ist ja ziemlich cool. Es ist in aller Munde. Ne, und es machen ja sehr viele, aber auch nur ganz wenige, die auch richtige Stars sind. Ne? Und ich dachte mir, hey, als Papa Zufall könnte ich ja vielleicht auch TikTok anfangen und dann wärst du ziemlich beliebt auf der Schule, glaube ich. Ich meine, dann würden alle Leute zu dir kommen und sagen, ey, dein Papa ist der TikTok-Star. TikTok-Hype und so, verstehst du? Kannst du das bitte nicht machen? Jetzt fang nicht bitte auch an wie deine Mutter. Wenn du dann später eifersüchtig wirst, weil ich mehr Follower habe als du, dann ist das halt so. Dann musst du das akzeptieren. Du musst auch akzeptieren, dass es Menschen gibt, die besser sind als du. Ja, Papa, aber du kannst doch nicht einfach irgendwie an... Was willst du denn überhaupt machen? Savage Love! Ist so... Weißt du? Papa... bitte mach es nicht, okay? Tu mir den Gefallen, mach es bitte einfach nicht. Selina, du hilfst mir dabei. Du hilfst mir dabei, damit das klar ist. Du hilfst mir dabei! Och nee... Selina, ganz wichtig, ich will jetzt einen TikTok schon für Weihnachten aufnehmen, weil wir haben jetzt Anfang Dezember bald, ne? Und dann bin ich der Erste, der das hat. Nein, bist du nicht. Du drückst jetzt hier hin, okay? Ich weiß, wie das funktioniert. Brauchst du einen Timer? Ja, 3 Sekunden bitte. Okay? 3 Sekunden. So. Oh Gott, das kann ja was werden. Siehst du? Das ist richtig toll! Ja, es ist also richtig toll, du hast es zugegeben. Du musstest sogar selber lachen. Ja, es war besser, als ich erwartet hatte. Und was heißt das? Was heißt das? Weißt du jetzt, wie du das hochlädst? Ich glaube, Papa Zufall wird ein TikTok-Star. Merkt ihr das? Schatz! Was? Hast du gerade einen TikTok aufgenommen? Ja. Ich habe das gesehen. Und? Meine Arbeitskollegen schreiben mir alle, was mein Mann die? Macht. Das ist super, oder? Nee, das ist... Bitte lösche es. Oh Gott, was... Wenn Selina das sieht, lösche es doch bitte. Das ist so peinlich. Ja, was sage ich denn wieder dazu? Hm? Kannst du mich nicht einmal unterstützen? Hm? Selina hat das Video aufgenommen. Natürlich unterstützt sie mich. Ne? Und ich sag dir eins, wenn ich dann in 2 Monaten der TikTok-Star hier bin, ne, und die große Kohle habe, dann kriegst du gar nichts davon ab. Dann kannst du weiter bei der Bank arbeiten. Und ich wohne dann in Los Angeles, neben David Dobrik. Hm? Möchtest du das? Ja, das möchtest du, ne? Und du bleibst dann hier. Ich werde ein Star.
Schatz, das ist nicht dein Ernst. Was lachst du? Das ist doch kein Hollywood-Star. Wo doch? Und neben wen? David, was? David Müller meinst du wahrscheinlich oder keine Ahnung wen. Mhm. Schatz, bitte lösche es oder mach nicht ganz so peinliche Sachen. Weißt du was? Ich hab dafür keine Zeit. Selina, ich muss das nächste TikTok aufnehmen. Ja, klär's mit Selina. Ich mach Essen für heute Abend. Oh nee, Papa, echt noch so eins? Ich komme. Ja, Papa. Was heißen denn diese Kommentare? Hier schreibt irgendwie jeder Erster und hab gehört, dem, was? Ersteller gefällt's. Was heißt das denn alles? Dass du das geliked hast, Papa. Ach so! Ich bin schon der Star, oder? Sei ehrlich. Nein. Erzähl schon alle in der WhatsApp-Gruppe, was los ist? Ich hoffe nicht. Sia, ist was auch egal. Du denn ist auch egal, ich ruhe mich auf meinem Erfolg nicht aus. Ich brauche weitere TikToks. So, wir nehmen jetzt das nächste auf. Was sagst du dazu? Oh nee, Papa, nee. Savage Love. Oh no. Papa, was war das denn jetzt? Darf ich? Guck, das ist eine Sache, die würdest du niemals verstehen. Ah, okay, warum? Das machen nur TikTok-Stars. Weil ich schon so ein Star bin, kann ich machen, was ich will mit diesem Sound. Ich muss nicht so tanzen wie die anderen. Oh, okay, verstehst Papa. Du? Und auch dadurch kann ich mich wieder von anderen abheben und werde der Star. Und wohne wo bald? In Hollywood. Papa, kann ich kurz mit dir reden? Oh nein. Papa, eigentlich müssten wir unsere Wohnung jetzt auch schon wieder kündigen, die neue, ne? Warum? Ja, tu, wenn ich jetzt bald umziehe, ist das doch... Papa. Also, welche Hashtags soll ich denn benutzen? Dieses For You, bringt das was oder nicht so? Papa... Oder soll ich andere Hashtags benutzen? Können wir kurz... Savage Love, guck, weil das ist so, das ist was anderes. Verstehst Papa. Du? Ich denke schon so ein bisschen wie ein Künstler, weil ich bin Architekt. Ja, Papa. Ja, was willst du jetzt von mir? Jedes Mal aufs Neue. Du, sag mal, ich... Also pass auf, ich unterstütze dich bei deinem TikTok. Das ist schön, das gefällt mir. Was du da machen willst. Ich find's nicht. Kannst meine Kamerafrau werden, aber nicht vor der Kamera. Ich find's nicht gut, aber ich film dich. Ich unterstütze dich, ich helfe dir dabei. Ja. Auch wenn das für mich wahrscheinlich extrem peinlich werden wird. Mama ist auch nicht so begeistert, aber wie gesagt, ich helfe dir dabei, okay, Papa? Sina, und genau darum geht es mir. Also am Ende des Tages wirst du sowieso nur hinter der Kamera sein. Es ist mir egal, ob du gut oder schlecht drauf bist, ne? Als Kamerafrau musst du einfach nur die Kamera halten und nichts anderes machen, okay? Ja, okay, ich mach das, aber... Ich muss jetzt weitermachen. Aber bitte mach's nicht allzu peinlich, Papa. Okay? Okay, Papa. Musstet ihr euren Eltern auch schon mal eine App erklären? Schreibt's mal in die Kommentare.